So, meine Damen und Herren, darf um die Aufmerksamkeit bitten. Darf Sie recht herzlich zur Pressekonferenz des DEL2-Meisterschaftsspiels zwischen dem ESV Kaufbeuren und den Stabus Rosenheim begrüßen. Der Endstand ist 1:8 vor 1600 Zuschauern. Ich darf zuerst die Trainer begrüßen, zu meiner rechten Seite Stabus-Trainer Franz Sterr und zur linken ESVK-Coach Stine Hähne. Das erste Wort geht an den Gästetrainer. Herr Sterr, Ihre Meinung zum Spiel. Ja, schönen guten Abend. Na gut, vom Ergebnis her bin ich natürlich zufrieden, ist klar. Wir haben im ersten Drittel unsere Chancen, die wir gehabt haben, sehr gut verwertet. Ansonsten vom zweiten Drittel, da haben wir eigentlich nur darum gebettelt, dass wir ein Tor kriegen. Da war ich kurz vor Auszeit nehmen. Da waren wir in der Defensive viel zu passiv und das hat mir jetzt nicht so gefallen. Aber gut, wir haben 8:1 gewonnen, da brauche ich nicht groß jammern. Das ist sehr wichtig für uns, weil wir haben jetzt auch die letzten Spiele keine so gute Ergebnisse gehabt, haben eigentlich teilweise ordentlich gespielt, aber haben halt vorne nichts reingebracht. Und na gut, heute haben wir das vom Offensiven her ganz gut gemacht. Danke, Herr Sterr. Didi, deine Meinung zum Spiel? Ja, hallo. Eigentlich fallen mir die Worte heute sehr schwer, aber ich denke, der Franz hat verdient, hat gewonnen. Wenn man, eigentlich kann man sich so da zu Hause nicht so präsentieren, aber mein Gott, was Spieler lang genug, solche Ergebnisse passieren, deswegen muss man jetzt nicht auf den einen oder anderen Mannschaftsteil draufhauen, Mund abputzen, weiter geht's. Bitter ist natürlich, was mir heute eventuell so ein bisschen gestört hat, dass die Mannschaft unseren Torhüter, einen Wiedemann, hat im Stich lassen. Weil ich bin der Meinung, er ist ein guter Torhüter. Und nach der Verletzung von Stefan muss man dem Torhüter mehr Unterstützung geben, viel besser in der Defensive arbeiten. Das ist das eine, was mich da heute schon ein bisschen stört. Aber Rosenheim hat im ersten Drittel alles ausgenutzt, selber gespielt. Deswegen müssen wir nach vorne schauen und am Sonntag haben wir das nächste schwere Spiel. Dankeschön. Ja, danke Didi. Haben wir Fragen von der Presse? Ja. Didi, wenn man in der ersten Drittelpause 4:0 hinten liegt, was sagt man da in der Mannschaft? Das sollte lieber in der Kabine bleiben. Ja gut, das wirst du ja wahrscheinlich nicht gesagt haben, aber... Ja, wie gesagt, mich hat schon heute am meisten von dem ganzen Spiel, dass man verlieren kann, dass man auch mal untergehen kann, das verstehe ich. Wir haben heute müde Beine gehabt, das ist halt so, wir haben einen kleinen Kader, dann passieren solche Spiele, die werden auch in Zukunft passieren, aber wie gesagt, mir hat heute gestört, dass man den Jojo einfach so hat im Regen stehen lassen und vor allem unsere erfahrenen Spieler dann eher wie die Jungen den Kopf hängen hat lassen und das hat mich so ein bisschen nervös gemacht. Ja, für ihn war das erste Spiel jetzt als Torwart Nummer 1, 8 Gegentore. Ist es da ein bisschen sehen, Balsam angesagt oder wischen wir da einfach mal bis zum nächsten Spiel nochmal versuchen zusätzlich aufzubauen? Nein, wir müssen den ja aufbauen. Wir haben das ja auch jetzt heute oder die ganze Woche schon angesprochen. Wir müssen ihm so wenig wie möglich Schüsse geben, auch so wenig wie möglich Überzahl und das haben wir nicht gemacht und deswegen wird es dann morgen schon klare Worte geben. Man sagt ja immer so, aus jeder Niederlage kann man auch positive Sachen rausziehen. Hast du aus dem heutigen Spiel irgendwas Positives für die Zukunft erkannt? Fällt zwar schwer. Wir haben jetzt schon öfters Niederlagen bekommen. Ich weiß, dass meine Jungs normalerweise gut kämpfen, ans Limit gehen. Aber heute war eben müde Beine, da macht man Fehler. Aber man kann sich auch ein bisschen mehr hinten reinstellen, nicht so offen spielen und die Rosenheimer einladen zum Tore schießen. Franz, ihr habt 8 verschiedene Torschützen heute Abend. Vielleicht ein Satz dazu?
Ja gut, es ist natürlich schon erfreulich, dass wir 8 verschiedene Torschützen haben. Mir ist letztendlich wurscht, wer die Tore schießt, wir müssen es wohl schießen. Und in der Vergangenheit, der letzten Spiele, haben wir auch sehr gute Chancen gehabt und haben die halt nicht verwertet. Das ist uns heute gut gelungen und das, durch das sind wir gut ins Spiel reingekommen. Aber der Kollege hat gerade gesagt, was man aus der Niederlage vorher lernen kann. Man kann auch aus dem Sieg lernen, was falsch ist. Das ist, man muss immer versuchen, als Trainer das rauszuziehen, was für die Mannschaft wichtig ist. Und dass die Situation natürlich schwierig ist für einen jungen Torwart und dann da drin ist, das ist so, da müssen die alle durch. Und wenn so einer werden will, dann muss er da durch. Das hilft nicht. Sonst noch Fragen? Nein? Dann wünsche ich uns allen noch einen schönen Abend. Den Rosenheimern eine gute Heimfahrt und wir sehen uns dann am nächsten Freitag hier wieder um 19.30 Uhr. Spiel beginnt gegen die Roten Teufel aus Bad Nauheim. Und dann haben wir auch Servus TV da für alle, die es interessiert, da sind in der VIP-Loge. Alle was Hübsches anziehen, dann kommt es ins Fernsehen. Schönen Abend.